Hallo, mein Name ist Annette Rosenfeld. Ich bin Psychologin, systemische Therapeutin, systemische Beraterin für Einzelpaar-Familientherapie, Sexualtherapie. Und ich habe hier eine Praxis in Landau in der Pfalz und möchte heute ein Video aufnehmen zum Thema Umgang mit Ängsten. Einerseits, weil ich denke, dass das sehr wichtig ist, das zu verbreiten, dass es überhaupt möglich ist, was zu verändern, und auch meinen Klienten, die immer wieder fragen, ob sie das irgendwo nachschauen können, nochmal was mit an die Hand zu geben, aber auch Mut zu machen für Leute, die vielleicht jetzt gerade gegoogelt haben nach Ängsten, Depressionen, wie auch immer, sich Hilfe zu holen. Und das hier, was ich heute vorstelle, ist das Gedankenflussmodell. Da geht es in dem ersten Schritt darum, aus dem Kopf in den Körper zu kommen und es zu trainieren, also das Hirn sozusagen umzuprogrammieren. Ja, das Gehirn ist die Hardware und die, was wir denken, wahrnehmen, fühlen, ist die Software, die drauf programmiert ist, und die ist oft schlecht programmiert worden oder durch schlimme Erfahrungen, die nicht aufgearbeitet wurden, irgendwie futsch oder unnormal oder wie oder ungesund auf jeden Fall. Normal ist so ein furchtbares Wort. Und ja, ich stelle das Gedankenflussmodell vor. Denn, ja, alles, was ich gelernt habe, oder das kommt von Dr. Bernd Schumacher bei der IGST Heidelberg, habe ich die Ausbildung gemacht vor ein paar Jahren. Und ich möchte auch immer mal ein Buch schreiben, wenn ich das mal schaffe. Bis dahin nehme ich jetzt schon mal einen Film auf und denke, das kann auch auf die Art und Weise gut vermittelt werden. So, es geht darum, ein Problem ist oft, dass wir zu viel Kontrolle haben oder denken, wir hätten Kontrolle. Ja, gerade in Deutschland, wir sind sehr kontrollierte Menschen, wir brauchen sehr viel Sicherheit, um uns wohl zu fühlen. Und das kann aber auch ins Gegenteil umschlagen, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir merken, wir können Dinge nicht kontrollieren. Also, wir werden großgezogen mit dem Thema, wir haben Kontrolle über Aufgaben. Ja, wir gehen zur Schule, Hobbys, was weiß ich. Und wir lernen auch, den Selbstwert davon abhängig zu machen. Wenn wir Dinge kontrollieren, fühlen wir uns gut, fühlen wir uns wertvoll. Und das machen wir mit unserer Energie. Dinge kontrollieren sozusagen, in den Griff kriegen, lernen. So, das Problem ist jetzt, wenn man mit Ängsten zu tun hat, A wie Angst oder A wie andere Menschen. Das mache ich in der Paartherapie auch oft. Man kann den Partner auch nicht kontrollieren, aber man kann auch seine Angst nicht kontrollieren. Dann schwurbelt man sich in einen furchtbaren Kreislauf rein, weil man will was kontrollieren, was man nicht kontrollieren kann. Und das kostet extrem viel Energie. Also im ersten Schritt, vor allem haben wir nicht gelernt, als Kind mit Gedanken und Gefühlen umzugehen. Wir lernen alle ganz früh in der Erziehung Körperhygiene, ja, dass wir Hände waschen und Zähne putzen, und was gesundes Essen ist und dass wir Sport machen müssen, dass wir lernen, den Körper zu regulieren, aber unsere Seele, unseren Geist zu regulieren, nämlich das, was wir denken und fühlen, sind auch Körperfunktionen auf eine Art des Gehirns, ja, aber das lernen wir nicht, damit gut umzugehen, sondern das passiert alles unbewusst, sehr viel unbewusst. Und es geht darum, Bewusstsein zu erweitern, ja, für das, was man denkt und fühlt. So, man kann jetzt, um aus diesem furchtbaren Kreislauf rauszukommen, ansetzen, weil der sehr anstrengend ist, Angst kontrollieren wollen, Angst loswerden wollen. Ja, das ist wie ein Wasserball unter Wasser drücken, der kommt immer wieder hoch. Und ich sage auch immer, es geht nicht, man kann nicht Angst loswerden. Ja? Man kann die Angst vor der Angst loswerden, dass man einfach lernt, mit der Angst anders umzugehen. Aber Angst und Wut sind Gefühle, die sind in uns drin, wie die sind überlebensnotwendig, ja? Evolutionär angelegt. Reinhold Messner hat mal gesagt, wenn ich keine Angst hätte, wäre ich schon lange tot. Das heißt, Angst an sich geht nicht weg, aber wenn ich lerne, damit umzugehen und es bewusster zu fühlen, dann wird es nicht mehr so bedrohlich. Also das Problem ist, diese Angst nicht haben zu wollen und zu denken, ich darf keine Angst haben und die Angst muss weg, kostet extrem viel Energie. Es funktioniert nicht. Ja, man kann jetzt an der Energie ansetzen, mit Medikamenten zum Beispiel, dämpfen, pushen, mit Ablenkung, mit Sport, mit Hobbys, allem Möglichen. An der Kontrolle kann man gut ansetzen, mit Alkohol, Drogen, sonstigen Drogen, ihr wollt alle nicht drogensüchtig werden, wenn das nicht schon seid, aber das funktioniert ganz gut, ja, da hört der Kopf auf zu denken auf eine Art, ist aber langfristig gesehen keine gesunde Strategie auf jeden Fall, ja. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Ja, das Problem ist, wenn man Ängste hat, Verlustängste, ja, das kann alles möglich sein. Das muss jetzt nicht irgendwie eine spezifische Phobie sein, wie vor Spinnen oder Fliegen, sondern generell, es geht ganz oft sehr tief bei allen meinen Klienten. Meistens steckt dahinter Angst vor Sterben, Angst, dass jemand anderes stirbt, Angst, sich Krankheiten einzufangen, Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst, zurückgewiesen zu werden, Angst, alleine zu sein. Das sind ganz, ganz tief sitzende, basale Ängste, die im Unbewussten schlummern bei uns und die, wenn sie ins Bewusstsein kommen, extrem anstrengend sind. Und
Also man will die eigentlich loswerden. Ja? Man fühlt Angst, und fühlt man vor allem auch körperlich. Zum Beispiel, ja, wenn man Angst, wenn jemand richtig Panikattacken hat, das kündigt sich vor allem körperlich an erstmal, im Sinne von schwitzige Hände, also man schwitzt, ja, ich habe mal gelernt, man macht sich glitschig für Fressfeinde, dass der Bär, der vor mir steht, kommt aus der Steinzeit, noch der Urinstinkt, ja, ich muss in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob ich kämpfe oder flüchte. Und ich mache mich glitschig, dass mein Feind mich nicht packen kann, oder man kriegt Gänsehaut, man blustert sich auf, ja, sozusagen, dass man größer wirkt. Man kriegt kalte Hände, kalte Füße, das heißt, das Blut oder die inneren Organe, die lebenswichtigen Organe werden stärker durchblutet, denn alles Körperfunktionen, das Herz schlägt schneller, die einfach erstmal total unangenehm sind, wenn man die fühlt, und die will man weghaben. Ja, also schon, es ist schon dieses, man fühlt den Körper, jetzt kommt die Angst, und dann denkt man schon dieser, und dann ist schon oft zu spät, dann kommt die Panikattacke. So, also, man will es loswerden, und die Lösungsversuche scheitern, die man so hat, die man so ausprobiert, mit Alkohol, mit weg, ablenken, wie auch immer. Meine Klienten kommen immer, wenn sie schon ein paar Lösungsversuche hinter sich haben, in der Regel. Alleine, ist auch normal, ist ja auch in Ordnung. So, wenn man merkt, ich kann es nicht lösen, also ich kann es nicht kontrollieren, dann kommt oft sowas von Scham, Schuld, Wut manchmal, Ohnmacht, ja, auf jeden Fall alles auch sehr anstrengende Gefühle und Gedanken, und darunter leidet der Selbstwert, weil man eben gelernt hat, ich bin nur gut, wenn ich es kontrollieren kann, und wenn ich was nicht kontrollieren kann, dann bin ich nicht gut, fühle ich mich nicht wertvoll. Ja, und wenn der Selbstwert leidet, dann kriegt man noch mehr Ängste. Und dann schwurbelt man sich in so einen furchtbaren Kreislauf rein, der extrem anstrengend ist, und ich denke, der einzige Ansatz ist hier aufhören, das lösen zu wollen. Nicht Lösungsversuche gegen die Angst, sondern die Angst mitnehmen ins Leben. Ja, die Angst mehr akzeptieren lernen, generell alle Gefühle, Eifersucht, Neid, das sind alles Gefühle, die anstrengend sind. Wut, ja, ganz viele Menschen haben auch Angst vor ihrer Wut, weil wenn die dann mal rauskommt, da ist was los, ja, und deswegen werden die alle die Gefühle, wir lernen auch Kind, als Kind auch, die eher zu verdrängen, zu unterdrücken, weil wir eben für die Eltern nicht anstrengend sein sollten. Weil Kinder, die laut und die alle diese Emotionen, Kinder sind sehr emotional, das weiß ich, seit ich selber Kinder habe, diese Emotionen haben, ist extrem schwer, mit denen umzugehen und sich abzugrenzen, dann auch gesund. Ja. Und die meisten Eltern sind dann halt streng, auch, man kommt ja auch an die eigenen Grenzen, aber es gibt nicht so gute Bewältigungsstrategien für Emotionen in den meisten Köpfen von uns. So, und ich möchte jetzt das Gedankenflussmodell vorstellen, das kommt aus dem Buddhismus, das ist was ganz Tolles, finde ich. Stellen Sie sich vor, stellt euch vor, eure Gedanken sind wie ein Fluss. Nicht wie ein Karussell, im Sinne von, das dreht sich immer und das ist immer das Gleiche, das stimmt nicht. Ich habe mal gelernt, man hat 80.000 Gedanken am Tag und am nächsten wieder 80.000, sind aber nicht immer dieselben. Und in diesem Fluss fließt alles, ja? Es ist ein einzelner, alles fließt im Leben. Alles ist Veränderung ständig. Das Gehirn verändert sich. Es ist nicht so, dass man tatsächlich mit 18 erwachsen ist und fertig und dann alles weiß und alles kann, sondern man lernt sein Leben lang. Ja? Die Neuronen sind immer wieder, verknüpfen sich neu im Gehirn. So, und jetzt stelle ich vor, in diesem Gedankenfluss, da schwimmen so Glitzersteine drin rum. Das ist alles, was wir als angenehm bewerten, angenehme Gedanken und Gefühle. Wie zum Beispiel Stolz, Neugier, Freude, Interesse, Lust, diese Dinge. Und dazu gehören auch, in dem Fluss schwimmen aber eben auch unangenehme Gedanken und Gefühle. Angst ist für mich das unangenehmste Gefühl, das furchtbar auszuhalten. Wut, Trauer finde ich persönlich sehr reinigend, ja, wenn das wirklich rauskommt, das ja, hilft. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die die Trauer total verdrängen, die gar nicht damit umgehen können. Ja. Tendenziell würde ich eher sagen, Frauen verdrängen eher ihre Wut und die kommt so passiv-aggressiv dann raus. Und Männer verdrängen eher die Trauer, weil man früh lernt, eben, man darf nicht wütend sein, man darf nicht traurig sein. Aber das sind so Tendenzen, ja, das unterscheidet sich auch sehr. So. Jetzt haben wir an diesem Fluss eine Kläranlage, das sind unsere Verdrängungsmechanismen, die dazu führen, dass man das Unangenehme ganz lang ins Unbewusste verdrängt. Ja, dass man irgendwie, man leidet eben nicht, es glitzert, der Lebensfluss glitzert so schön vor sich hin und man hat keine Probleme und kein Leid. Das geht so lange gut, bis man irgendwann eine Krise hat und sich fragt, warum gibt es denn überhaupt noch Psychologen oder Therapeuten oder Heiler oder wie auch immer, ja, ich brauche Hilfe, ich komme alleine nicht mehr klar. Und meistens, wenn man in so einer Krise steckt,
verwechselt man sich, oder das erste Problem ist, man verwechselt sich mit seinen Gedanken und Gefühlen. Man denkt, man ist das, was man denkt, weil man das nie gelernt hat zu unterscheiden. Ja? Man sagt, ich denke und ich fühle, als ob man das willentlich tun würde. Ich sage aber auch nicht, ich lasse meinen Magen verdauen und ich lasse meine Lunge atmen. Das ist einfach eine Körperfunktion im ersten Schritt. Das ist die Programmierung, die ich habe im Kopf. Und man kann es eben umprogrammieren. So, und was passiert ist, man schwimmt da so hilflos in seinem Fluss drin rum. Und wenn man eine Krise hat und irgendwie dann zum Beispiel mit Ängsten kämpft und streng mit sich ist und sowas denkt wie, ich darf nicht Angst haben, ich darf nicht versagen, ich muss funktionieren, ich muss weitermachen, ich darf keine Schwäche zeigen. Ich glaube, das sollte man nicht, sehr streng mit sich selbst, viel strenger, als man mit anderen ist in der Regel. Dann geht die Kläranlage kaputt irgendwann, ja? Verdrängungsmechanismen funktionieren nicht mehr und man nimmt erstmal nur noch das Unangenehme wahr. Die Wahrnehmung ist total auf das Anstrengende, auf den Dreck fokussiert, ja? Und man fühlt sich wie so weggerissen von diesem Fluss, von diesen anstrengenden Gedanken und Gefühlen. Man fühlt sich richtig ausgeliefert und hat das Gefühl, es überrollt einen wie Wellen, ja? An unangenehme, verdrängte Gefühle, die kommen wie so Wellenbrecher über einen rein. Und ein erster Schritt zu üben, Distanz zu kriegen ist, stellt euch vor, ihr krabbelt aus eurem Gedankenfluss raus und Gefühlsfluss und stellt euch ans Ufer und sagt euch sowas wie, es denkt mal wieder. Also es das Gehirn oder es fühlt, weil es kann gar nichts anderes als denken und fühlen. Passiert sowieso, man denkt und fühlt sowieso. Aber wenn man sich das von außen betrachtet, ist es nicht mehr so bedrohlich und man kann dann zugucken, wie der Dreck vorbeischwimmt. Scheiße kommt, Scheiße geht. Angst kommt, Angst geht. Ja? Gefühle sind wie Besucher, sind wie Wolken am Himmel, die vorbeiziehen. Die bleiben nicht ewig. Kein Körper hat immer Angst, ja, und hat immer Wut. Das ist, ja, je mehr man sich dessen bewusst wird, merkt man, wie sehr das schwankt und wie es natürlich in die Tiefe geht. Und ich möchte das überhaupt nicht verharmlosen, Angst auszuhalten. Da berichten viele, das ist erstmal wie ein schwarzes Loch, was einen wegsaugt, was richtig, richtig anstrengend ist. Und die Kunst ist eben jetzt aus dem Kopf, aus den Gedanken, die mit der Angst zusammenhängen, wegzukommen. Es gibt, glaube ich, psychologisch 590 beschriebene Ängste, die aber alle letzten Endes, wovor man Angst hat, ist eigentlich austauschbar. Es geht eher mal darum, zu dem Gefühl zu kommen. Und dann, wenn die Gedanken kommen, hinzugehen, sich hinzusetzen, in Ruhe zu atmen und zu gucken, was fühle ich denn, wo fühle ich denn was? Ja, fühle ich das eher in der Brust, fühle ich es eher im Bauchbereich? Fühle ich meine Hände noch? Was fühle ich denn, um die Angst einzuladen und nicht dagegen anzukämpfen? Ja, man kann sich auch vorstellen, die Angst wäre ein Bild, wäre ein Gesicht, wie man damit umgehen kann, wie die einfach ein Teil von einem ist. Ja, das war, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste zum Gedankenflussmodell. Das könnt ihr üben. Ja, es denkt, es fühlt immer mal wieder. Ja, man kann sich also Post-its zu Hause hinhängen, um bewusst wahrzunehmen, um immer, wenn man dran vorbeiläuft, sich zu fragen, was denke ich und was fühle ich gerade, weil man meistens eben nicht bewusst denkt und fühlt, sondern es denkt im Kopf irgendwie. Und man kann auch sowas üben wie, wenn man furchtbar Angst hat, wie so sich den Horrorfilm gedanklich einlegen, bewusst, ja, setzt euch an den Tisch und stellt euch mal vor, ihr steigert jetzt die Angst bis auf einer Skala von 0 bis 10. Die Angst soll maximal groß werden. Angenommen, ich habe Angst zu sterben, was passiert? Oder ich habe Angst vor schlimmen Krankheiten, was passiert? Ja, dann natürlich, das kommt dann gleich, was dann, was denke ich denn, was nach dem Tod passiert? Ja, es geht schon auch darum, den Tod für sich zu akzeptieren. Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Viele haben auch Ängste vor allen möglichen verschiedenen anderen Dingen. Und dann, aber wenn der Horrorfilm ganz groß ist, wenn die Angst maximal gesteigert ist im Körper, sich versuchen, das eine Stunde lang auszuhalten. Ja, stellt euch einen Wecker auf eine Stunde und übt, Angst zu fühlen, auf einer maximal hohen Stufe. Und die allermeisten Klienten berichten, dass das gar nicht geht, dass irgendwann denkt man plötzlich ans Einkaufen das Gehirn, oder es denkt plötzlich wieder was Angenehmes, an was, was man gerne mag, an Menschen, die man gerne mag. Das sind so Übungen, so erste Schritte im Achtsamkeitstraining zu üben, wie komme ich mit meinen Gedanken und Gefühlen besser klar. So viel von mir heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Wenn bei euch was ins Klingen kommt, wenn ihr merkt, oh ja, da ist was dran, was die Frau da erzählt, könnte mir helfen, dann lohnt sich das da schon ein bisschen zu üben und tiefer einzusteigen, vielleicht in den Umgang mit dem Körper und den Gefühlen und Gedanken. Alles klar. Ciao. Erstmal für heute.